Das 1824 gegründete Wallraf-Richarts-Museum und Fondation Corbeau ist das älteste Museum der Stadt Köln und beherbergt die weltweit größte Sammlung mittelalterlicher Malerei. Repräsentativ ist auch die Auswahl an Kunstwerken aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die Sammlung mit impressionistischen Werken ist ebenfalls die umfangreichste in Deutschland. Der Rektor der Kölner Universität, Ferdinand Franz Wallraff, vermachte in seinem Testament von 1818 seine Sammlung mit Gemälden, Grafiken, Mineralien und Büchern der Stadt Köln, mit der Auflage, sie zum Nutzen von Kunst und Wissenschaft einzusetzen. Als im Jahre 1851 der Kölner Kaufmann Johann Heinrich Richarts 100.000 Taler für die Errichtung eines Museumsgebäudes stiftete, konnte mit dem Bau begonnen werden. Dieses Gebäude wurde bei einem Luftangriff 1943 zerstört. Der Kölner Architekt Ungers entwarf das heutige kubische Gebäude am Kölner Rathaus. Auf 3500 Quadratmetern wird seitdem die Sammlung in einem ihr angemessenen Bau gezeigt. Bekannte Werke des Wallraf-Richarts-Museums sind unter anderem die Mutter Gottes in der Rosenlaube von Stefan Lochner, Pfeife und Trommler von Albrecht Dürer aus dem Mittelalter, das Selbstbildnis von Rembrandt 1668 das ruhende Mädchen von François Boucher 1751 und aus der Kunst des 19. Jahrhunderts das Paar von Renoir, ein Bündel Spargel von Manet, und die Brücke bei Arles von Vincent van Gogh. Die dem Museum angegliederte Fondation Corbeau zeigt die umfangreichste Sammlung von Malerei des französischen und internationalen Impressionismus und Spätimpressionismus in Deutschland. Exzellent ist auch die grafische Sammlung des Museums mit vielen Zeichnungen, Radierungen und Kupferstichen, unter anderem von Rembrandt, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Raphael bis hin zu Caspar David Friedrich, Karl Spitzweg, Edvard Munch und Auguste Rodin.